musst einen ganzen Block, wenn dahin machen, wenn, also das durch Half-Slips geht das durch. Wenn ich zwei, warte mal, wenn ich jetzt, aber mit Half-Slips sah das, sieht das halt geiler aus, als wenn ich die ganze Steine hinmache. Ja. Einzige, was du halt jetzt machen kannst, ist halt quasi, da wo das hin soll, das Wasser, an die Stelle unten drunter nochmal Half-Slips setzen, das kannst du machen. Ah, das heißt, Oder wenn ich warte jetzt mal, hier nochmal, oder wenn ich warte hier mal. nochmal eine Half-Slab draufsetze und dann das Wasser rein, wird das funktionieren. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das Aber ich wird. habe keine Half-Slabs gerade da. Ich muss Das mir noch welche will ich gerade machen. mal ausprobieren, ob das geht. Hat Half-Slabs gemacht. Erstmal Wasser. Wird's eigentlich gehen. Ja, das geht. Das funktioniert so. Dann muss ich mir erstmal irgendwo eine Quelle machen. Okay. Na. Ach ja. Ja, dann mache ich mir hier, glaube ich, eine Treppe runter. Damit ich nicht jedes Mal durchs Haus laufen muss. Dann hole ich mir Wasser. Danke dir. Such grad Gold, ja, wie gesagt, vielleicht hat Johannes noch was Gold da, gut 7. Nimm dir das komplette 7, Gold. 7 reicht leider nicht. Wir brauchen, glaube ich, actually, also wir müssen 60 Power-Schienen auf jeden Fall hinkriegen. 60 müssen es sein. Ich glaube, dafür brauchen wir ungefähr ein Stack Gold, ungefähr. Den Rest kriege ich hin. Aber was ist das denn für ein Blödsinn, dass das nur damit geht? So war das jetzt, glaube ich, ne? Oder ne, umgekehrt, so. Aber hast du das Gold jetzt mitgenommen von mir? Ja. Gut. 41 Rohgold habe ich, ja, warte. Ich habe jetzt noch 9, also insgesamt 10 Stück. Das wären jetzt 51. Lass es mal probieren, Brady. Lass es mal probieren, ob das funktioniert, ob das reicht. Sollte eigentlich reichen. Und dann brauche ich ja eh noch normale Schienen oder so. Bisschen Eisen habe ich noch da, aber ich habe 31 Eisen noch da. Das ist nichts. Muss ich nochmal Eisenfarmen gehen, so oder so. Aber wir haben die schon mal ein bisschen was näher da. Oder wir könnten ab dem Zeitpunkt, wo wir die... Warte mal, wo habe ich jetzt aufgehört? Könnten wir mit dem Boot weiterfahren, rein theoretisch. Nimmt ihr da ein Boot? Weil ich habe eh nur 2 da in der Stadt. Ich hab eh nur 2 Villager. Heißt, wir könnten eigentlich hingehen und uns die Strecke dann halt, wo wir mit dem Boot noch herfahren müssen, begradigen. Packt sich jeder ein scheiß Boot, setzt den da rein und dann geht's Abfahrt hier rüber. Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann bräuchten wir keine Schienen mehr. Dann bräuchten wir jetzt halt nur gerade die Schienen noch zum Powern, da die auf jeden Fall bis dahin kommen. Ich lege meine restlichen Schienen dann jetzt aus. Und dann packen wir uns Boote. Weil das ist nämlich da vorne, das ist nicht weit. Das ist absolut nicht weit. Ja, können wir machen. Also ich bin dabei. Also solange ich noch zocke, können wir das auf jeden Fall machen. So, Wasser haben wir drin. Hier kommen die Kisten. Enderman, yo. Okay, Alter. Und dann wäre hier so nämlich der Punkt, oder wir bauen da noch ein paar Schienen ab. Dann können wir hier eine Treppe runtermachen, oder? Ich will jetzt mal so laufen. Na egal. Dann machen wir uns ganz kurz die Schienen. Sag, wenn du das brauchst. Ich bin jetzt noch ungefähr eine Stunde bin ich online auf jeden Fall noch. Ja, das mit dem Boot, das dauert halt ein bisschen was länger jetzt. Wir müssen halt noch dann gucken, bis wir bis wohin wir gehen können mit den Schienen und dann mit dem Boot quasi weiter traveln. Das dauert. Mit dem Boot dauert das übel lange.
ich muss jetzt erstmal diese Dings machen. Das eine Portal müssten wir eigentlich schon abbauen. Ich hole mir ganz kurz mal. Oder zwei Boote? Zwei Boote? Ui, Memo. Jetzt muss ich. Jedes Mal falsch. Wenn jetzt schon 18 Stück. Aber das durch das Holz tropft es so leicht durch das Wasser, ne? Ja, das ist extra so. Das geht nicht anders. Ah, ist aber nicht so schlimm, dann wird wenigstens unten das nochmal ein bisschen befeuchtet. Ja. Mein Gott, was ist denn einmal los? Ich darf hier hochgehen. Die Folge kannst du dann nennen, die Reise nach Jerusalem, oder was? Oh, bestimmt. Ich finde da schon einen Namen für. Vor allem, ich habe jetzt so viel Videomaterial, da kommen bestimmt, keine Ahnung, 30 Folgen mindestens bei rum. Ja, das ist doch geil, Alter. Weißt du, es macht doch unfassbar viel Spaß, muss man sagen. Ja, das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, sage ich jetzt mal, dass es halt zu viel Spaß macht, dass man halt so ein bisschen andere Projekte vergisst zu machen. Weißt du, Nick, wir haben uns doch sowieso vorgenommen, nur das zu machen, auf was wir Bock haben. Ja, das so oder so. Ja, wenn wir gerade ein bisschen Minecraften sind, dann sind wir ein bisschen am Minecraften, das ist auch nicht schlimm. So, mal ganz so kurz hier alles mal einsortieren, das, was ich nicht brauche. Dann ganz kurz mal ein Boot. Ich hoffe, Brady hat noch ein Boot am Start. Keins mehr. Also, ich kann mit meinem Boot auf jeden Fall auch mitkommen. Mit dem geklauten. Dann fange ich jetzt schon mal an, die Strecke zu bauen. Langsam, sobald die Schienen fertig sind. Mashallah, Brady. Lieb dich. Und deinen auf den Table nochmal benutzen. So. Jetzt 42 Schienen. Ich gebe dir mal ganz kurz das Redstone und ein paar Steaks, die ich gemacht habe. Damit du, wenn noch welche Schienen gebraucht werden, du die machen kannst. Schon mal bauen. Ich lass mal alles erstmal da, was ich nicht brauche. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Und das brauche ich auch nicht. Rot, okay, aber das brauche ich auch nicht. Dann müssen wir halt uns nur drum kümmern, dass wir die wenigstens einschließen, die Villager. Dass sie auf jeden Fall nicht despawnen können. Und nicht erschlagen werden oder sowas. Das ist halt wichtig. Sollen wir jetzt noch warten, bis es Nacht wird und dann am nächsten Tag starten? Oder was meinst du? Ja gut, ich bin jetzt schon unterwegs zum Bauen auf jeden Fall. Ich guck, wie lange ich dafür brauche. Ich brauche bestimmt ein bisschen was dafür. Wo hast du denn deine Dingens Gefahr? Wo sind deine Schienen hier? Wenn du in Richtung des Dorfes läufst, kannst du irgendwann sehen. Hast du den Weg dahin mit Fackeln ausgeleuchtet? Nee. Ich hab keinen Apfel. Ich hab keinen Apfel. Mal so. Ich will mal Testfahrten machen. Ah, hier ist Brady. Ja, eigentlich nur so ein bisschen hinter das Haus. Von dem laufen, dann kommst du ja zum Dorf. Müsstest doch irgendwann die Schienensysteme sehen. Ja, ich glaube, Brady einfach hinterher.
Ja, ich sehe die Schienensysteme schon. Also bis hierhin geht das und danach müssen wir. Aber du, wir haben noch gar, wir haben noch gar, hast du schon ein Place für die? Nee, nee, wir müssen ja einfach erstmal irgendwo in der Erde eingraben, dass die erstmal nicht despawnen. Und dann müssen wir weiterschauen. Dann Boah, müssen der wir was Regen ist schon bauen. wieder so ätzend, ne? Der Regen ist eh ätzend, ja. Siehst du ja gar nichts mehr. Zum Starten einmal so. Oha, ich bin in der Höhle. Okay. Bro, Bro, Bro. Ach, ja, okay, wir müssten eigentlich schlafen, weil die sonst nicht aufstehen, die Villager. Ich muss jetzt erstmal hier rauskommen. So, wir brauchen Schaufel. Hab mal irgendwo hinlegen. Die aufstehen. Warte, ich komme so, ich leg mich so, ich komme sofort ins Dorf rein. Ich muss jetzt hier nur kurz raus. Fuck. Muss jetzt eigentlich nur den Schienen folgen, oder? Ja. Aber haben wir eigentlich alle Schienen abgebaut, wo wir in dieser einen Mine waren? Ich habe die meisten abgebaut, ja. Ah, dort ist aber richtig gut entschieden, ne? Ich habe ja noch ein paar gecraftet. Die haben ja lang nicht gereicht, die abgebaut habe. Okay. So, dann ab ins Bett. Liege. So. Wir müssen ja auch gleich eh mal alle Betten schon mal, die hier stehen, mitnehmen. So. Kumpel. Digga, also mit der Fackel in der Hand ist das übel Arsch. Hallo, nicht wegrennen. Digga, also wirklich. Geh wieder runter. So, jetzt bringen wir den erstmal da hinten hin zu den Schienensystemen. Baue schon mal ein paar Betten ab, ne? Ich habe jetzt drei abgebaut. Reicht das erstmal? Ja, ob das jetzt reicht, weiß ich noch nicht. Nein, nicht wegrennen, Bro, nicht wegrennen. Ach Mann, es ist so schwer, die einzufangen, Alter. Ah, Hol mich Bro. bitte hier das Lagerfeuer mit. Das kannst du nicht mitnehmen, das kannst du dir auch zu Hause craften. Genau. So. Es ist so schwer, die mitzunehmen. Beziehungsweise die anzulocken überhaupt mit dem Minecart, Alter. Komm, geh mal da hinten, Roboter. Ja, genau, Klau den richtige jetzt Richtung, alles. richtige Fackeln klau Richtung. ich den alles. Richtige Richtung, weitergehen, weitergehen. Nein, nicht in die andere Richtung, Bro, Mann! Mit was lockt man die an? Mit gar nichts, das ist halt das Problem. Du fetter Idiot. Ja, du läufst richtig, du läufst richtig, du läufst ri fast richtig. Nein! Bro, no way!
Geh mich auf die Eier hier, Alter. Ja, nein, nein, nein. Und schlagen kannst du den ja auch nicht. Komm, schieb nee, dich. Sobald du den schlägst, dann hast du Probleme, Alter. Mit dem Traden nachher. Bro, Alter, wie er mir auf die Eier geht. Ist das der Einzige hier oder gibt's noch? Ja, da gibt. Nee, wir haben noch mehrere, aber. Ja, der gibt mir auch ein bisschen auf die Nüsse. Was für ein Table kann ich gerade machen, vielleicht? Dass der einen Job annehmen würde. Hier oben ist noch einer, aber. Ich guck mal gerade. Hier hat keiner einen Job, das ist das Problem. Hier sind auch wohl wenige, kann das sein? Ja, dadurch, dass ich den Raid gespielt habe. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Erster schon weg. Und hier, Bro. So. Ich kümmere mich um den zweiten. Soll ich den. Wie kriege ich den ins Boot rein? Lass ihn erstmal dann da stehen, wir machen das dann gemeinsam. Okay. Hier oben ist noch einer, Brody. Au, au, au. Müssen den noch hier wegkriegen, dann haben wir zwei Stück, das reicht. Ja, du gehst richtig, du gehst super, du gehst richtig gut. Nein, 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 nein. Guck mal da, da ist ein Job. Da ist ein Job für dich. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da unten. Da. Da ist noch ein Job für dich. Bro, du hast keinen Job, dann nimm doch den Job an. Er geht mir halt wirklich auf die Nüsse, der Typ, ne? Oh, ja, hier ist kein Bett drinne. Lauf weiter. Oh, Mann. Digga, ich hab jetzt extra schon das Brot platziert. Wo ist er hin? Also. Hier bei mir. Komm, Bro. Hier hin. Nee, da kann man den nicht schieben. Nee, ja, doch, kannst du, aber. Ich glaube, das mit dem Arbeits. Okay. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Aber kann stehen, Bro. Wenn du dem Arbeit gibst, wird es automatisch einfacher, oder was? Ja, weil er dann immer seinem Arbeitsblock hinterher rennt, sag ich jetzt mal, ne? Achtung, das ist mein Card, das darf nicht weg. Achtung. Ja, genau. Erstmal einbauen, vielleicht, dass er nur in diese eine Richtung kommen kann. Das ist smart. Okay. Okay, ich baue jetzt das Ding ab. Das sollte eigentlich reichen. Ja. Komm. Abfahrt. Geh da rein. Komm schon. Ja. See ya, Bro! Okay. Gute Reise, gute Reise. Ja, okay, PC. Ich hab die DPI geändert. Ist okay. Digga, die sind voll schnell. Nur gewusst, wie, Brody. Ja, safe, Alter. Holy fuck. Digga, die sind voll schnell. Huck. Also hat alles bis jetzt funktioniert. Bis jetzt kam kein Villager wieder zurück. Boah, Bruder. Das ist wirklich ätzend. Müssten die eigentlich beide da hinten stehen? Müssen wir den nur noch in die Boote kriegen. Und dann müssen wir den Weg zu Ende bauen. Dass wir wirklich gerade Fahrt haben. Weil wir können nicht auf den Berg hochfahren, wir können nur Berge runterfahren. Alter. Fucking hell. Das hier war. Könnte ich wieder einpacken.
Bitte, sie sind jetzt nicht direkt despawned, aber eigentlich, wenn die in dem Minecart sitzen, dürfte das nicht passieren. Jawohl, da sind sie. Er ist gerade angekommen. Perfekt. Dann können wir die auch erstmal da drin sitzen lassen und können dann uns den Weg jetzt mal angucken, wie wir den fahren müssten mit dem Boot. Das heißt, wir müssten hier lang. Hier lang geht auch noch. Rein theoretisch einfach geradeaus. So, ja, das Problem ist, ab hier haben wir ein Problem. Ab hier ist ein Berg. Aber... Ja, dann bauen wir einen Tunnel durch gerade. Komm. Ja, ein Tunnel durchgraben ist halt so eine Sache. Wir müssen gucken, wo lang wir definitiv müssen. Wir müssen da lang, wir müssen geradeaus. Weil da hinten wird es wieder flach. Brauchen wir nicht so viel graben. Ist hier die Ebene, ne? Hier die Ebene. Ja. Müssen gucken, wo wir rauskommen. Und dann können wir hier runterfahren und die einbuddeln. Okay. Oh, Chat, holy shit, das hat jetzt übel lange gedauert. Aber ey, wir haben zwei Boys haben wir am Start. So. Können wir hier weitergraben? Ja, perfekt. Du glaubst. Also rein theoretisch muss ich jetzt einfach nur diesen Dingern folgen. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus, aber ist nicht schlimm. Soll ich die Steine wegmachen nachher? Hä, wo ist eigentlich mein Dingens? Die ist nicht da. Ich mach die Erde, komm, ich mach die Erde. Von Dingens habe ich genug dabei. Und dann haben wir endlich zwei Villager da, müssen nur noch Betten reinstellen und können die vermehren und können so viel besser angenehmer spielen, dass es das wird so ein Gamechanger werden. Bis wo müssen wir denn jetzt geradeaus? Warte. Machen wir noch. Und ab hier würde ich sagen, stopp. Und jetzt links rüber. Und jetzt einfach durch. Und das sollte passen eigentlich. Wie wir hier am Ackern sind, Junge. Es ist mega, Junge. Holy fuckeroni. Endlich haben wir es geschafft. Und dann müsste es gleich Ende sein. Genau. Ja, perfekt. In die Höhe, dann kommen wir hier raus. So. So. Sollen wir denn erstmal schlafen, bevor wir die holen? Ah, Brady macht mal. Wow, du, was für ein breiter Weg jetzt. Ja, ja, wir können direkt zu zweit da durch. Ja, das wird jetzt auch ja, noch mal ein bisschen was dauern. Oh, da kommt Licht. Das ist so geil, wenn du an Mimpi vorbeirennst mit dieser Lichtquelle, Alter. So, perfekto. Dann brauchen wir jetzt noch... Was? Jetzt brauchen wir nur das mit dem Boot. Das musst du mir gerade zeigen. Aber greifen die uns nicht an, wenn wir hier so Creeper und solche Idioten? Ja, doch. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich hoffe auch, ja, gut, die sind noch nicht zombifiziert. Das heißt, Zombies hatten bis jetzt keine Chance. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit den Creepern hier. Achtung, Zombie, bitte Zombie, mach keinen Scheiß, bitte. Weil die können zombifiziert werden. Müssen wir eigentlich machen für einen Zombie-Doktor, aber das geht. So.
Ein Boot hier hin. Ein Boot. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir das Minecart abbauen können, ohne den zu schlagen. Da kommt ein Zombie. Ja, weghalten, 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 weghalten. So. Ohne die zu schlagen. So, perfekt. Geht das Boot rein. Hallo. Dankeschön. Komodo Uno. No, 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 no. Oh, ich hatte nicht in diese Richtung. Ah, der geht einem auf den nein, Sack, nein, ne? Nein, 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 du musst da hoch, ja, da hoch, da hoch, da hoch. Perfekt, perfekt, perfekt. Komm rein. Setz dich doch in das Boot rein! Oh mein Gott, war das close! Ey, da kommt, oh, der ja, geht ja, doch ja, in die ja, richtige ja. Richtung. No way. Das ist auch geil. Wir müssen uns einfach da reinsetzen. Ey, Bro, du rennst in die falsche Richtung. No way, komm wieder her. Lass dich rein. Perfekt, alles klar, ich hab ihn. Alles klar, let's fucking do this. Alles klar, wir packen uns noch die Fackel in die Hand, haben noch eine Lichtquelle. Das kann jetzt einige Minuten dauern, Chat. Warte, hab ich meinen Bogen? Ich hab meinen Bogen da. So, und jetzt, warte mal, jetzt kann man den hier abbauen, ne? So, und jetzt einfach hier. Du dummes Ding, Junge. Ja. Ja. So, jetzt hier einfach. Jetzt, oh, jetzt habe ich eine Fackel platziert. Ja, ja, du musst dich jetzt einfach zu dem reinsetzen. Dann kannst du mit dem Boot fahren. Ah, Brady macht schon. Ja, dann musst du nur gucken, dass uns die Skelette und sowas sich abschießen. Ich. I'm ready. Let's fucking do this, Chat! Es geht los. Aber wie fahre ich? Sag mal, wie steige ich ein? Mit Rechtsklick steigst du ein. Du musst nur die Dings aus der Hand legen, die Fackel aus der Hand legen. Okay, weg mit dir. Okay. Rechts. Hä? Ja, okay, und jetzt? Juft da. Jetzt kannst du wieder. Okay, hier ist ein Zombie. Brady, hier ist ein Zombie. Fuck, ich bin mit. Hier ist Zombie. Brady, da. Von. Dankeschön. Ne. Bester Mann. Oh, oh, Achtung, rechts sind 4 Creeper. Oh Gott, ja. Oh Gott. Ja, warte, ich muss gerade aussteigen und die wegmachen. Das geht nicht. Moin. Krass, Scheiße. Ey, da kommt ein kleiner Mini-Zombie. Wo ist eigentlich unser Weg? Da hinten. Holy fuckeroni, läuft gut. Komm, wir müssen nur zu Hause ankommen, die einbauen und dann ist alles gut.